Guten Tag, hier ist Professor Philipp Schöttle, medizinischer Leiter des NAD Longevity Zentrums in München, dem ersten Zentrum für Longevity Medizin in Europa. Wir befassen uns mit Reversed Aging, das heißt Umkehren der Zellalterung. Und in der heutigen Episode geht es mal wieder um NAD+. Ich bin über ein ganz interessantes Paper oder mehrere Paper gestoßen, die ich gerne gemäß dem Motto Driven by Science mit euch teilen möchte. Und da geht es darum, welche Rolle NAD+ bei der Gesunderhaltung oder auch im Falle von Krankheiten spielt. Und dabei dreht sich um das Immunsystem, es dreht sich um den Stoffwechsel, es dreht sich um die Auswirkungen von NAD+ auf die Muskelgesundheit. Die Rolle von NAD+ bei Virusinfektionen macht jetzt gerade, glaube ich, bei Long-Covid spielt es eine große Rolle. Auch der Zusammenhang zwischen NAD+ und kognitiver Funktion, sprich im alternden Gehirn. Und auch die Rolle von NAD+, was die Gefäßgesundheit und damit sicherlich irgendwo auch das Herz anbelangt. So, los geht's. NAD+ steht für Nicotinamidadenin-Dinukleotid und ist das wichtigste Coenzym innerhalb unseres Körpers, weil es für jegliche Zellfunktion einfach unerlässlich ist. Es ist der Schlüssel zur Zellsignalisierung, für die epigenetische Regulation und für auch Proteinmodifikationen. Und wir haben sicherlich bis heute noch nicht die gesamte Auswirkung von dysregulierten NAD+-Stoffwechseln verstanden. Was wir aber wissen, ist, dass durch die intensive Forschung der letzten Jahre wir ganz neue Konzepte in Bezug auf die Biosynthese, den Transport und auch den Katabolismus und vor allem die Bioaktivität von NAD+ und dessen Einwirkung auf unsere Gesundheit erfahren oder erforscht. Und wir haben inzwischen auch ganz klar gezeigt, dass die dysregulierten NAD-Plus-Stoffwechsel, also auch die sinkenden NAD-Plus-Spiegel, ganz klaren Zusammenhang mit den typischen Alterserkrankungen wie Alzheimer, wie Parkinson, wie Diabetes mellitus Typ 2, wie Gefäßerkrankungen, wie Herzinfarkte etc. etc. korrelieren und dass man teilweise diese auch verlangsamen, manchmal auch umkehren kann. Jetzt stellt sich natürlich gleich wieder die Frage, ja, können denn sinkende NAD-Plus-Spiegel wiederhergestellt werden? Wir vom NAD Longevity Institut hier in München sind ganz klar der Überzeugung, dass das möglich ist. Also wir sehen jetzt im Moment nicht nur wieder erhöhte NAD-Plus-Spiegel, da gibt es zahlreiche Tests, muss man aber bitte aufpassen, welche man da nimmt. Wir sehen aber auch, und das halte ich für viel wichtiger, dass man durch eine Wiederherstellung von NAD-Plus-Spiegeln oder durch die entsprechenden Maßnahmen, seien es jetzt NAD-Plus-Infusionen oder die Gabe von Precursors, gewisse Symptome umkehren kann, respektive wie zum Beispiel in der Herzvariabilitätsrate eine ganz klare Verbesserung vor und nach der Gabe zum Beispiel von NAD-Plus-Infusionen sehen. Wir leben ja hier auch nach dem Motto Messen, Machen, Messen. Das heißt, wir bedienen uns ganz wissenschaftlicher Laboruntersuchungen zur mitochondrialen Aktivität, also der Messung von unseren Zellkraftwerken, wie die auf die Gabe von NAD+ respektive auch anderen Zusatzstoffen positiv ansprechen. Und dann gibt es parallel dazu die wissenschaftlichen Untersuchungen, die einfach gezeigt haben, dass eben sinkenden NAD-Plus-Spiegel altersbedingten Funktionsabfälle haben, die dann durch NAD-Plus auch von den Patienten beschrieben umgekehrt werden können. Wenn wir jetzt mal auf das System, also auf das Immunsystem und das Zusammenspiel des Immunsystems mit dem NAD+ schwimmen, dann können wir sagen, dass die Stoffwechselwege
die die Aufrechterhaltung und Aktivierung von Immunzellen regulieren, ein klares Ergebnis und eines Gleichgewichtes zwischen Umwelteinflüssen und intrazellulären Prozessen sind, wobei der Stoffwechsel entsprechend der Aktivität der Immunzellen reguliert wird. Bedeutet, ein veränderter Immunstoffwechsel kann zu einer beeinträchtigten Immunantwort und dann eben zu einer Entzündung führen. Und das ist für das NAD Plus besonders relevant, da es mehrere Rollen bei unserer angeborenen Immunität spielt, nämlich dem Prozess, der als allererstes die Verteidigungslinie gegen viral vermittelte Schäden bedeutet. Und zelluläre Abwehrmechanismen verbrauchen deutlich mehr NAD Plus und beeinträchtigen dann die intrazelluläre Immunabwehr. Und da muss man wissen, dass die wichtigsten Immunmodulatoren, die auf NAD Plus angewiesen sind, weil es einfach das essentielle Coenzym ist, Sirtuine sind und PARPs. Das hatten wir vor in alten vorherigen Episoden schon mal, dass diese Sirtuine einfach nicht funktionieren ohne dieses Coenzym NAD Plus und auch das PARP für die Reparatur von Zellschäden unerlässlich ist. Und zum Beispiel angesichts der Tatsache, dass im Moment Breitbandstrategien, antivirale Breitbandstrategien zur Bekämpfung neu auftretender Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel die Covid-19-Pandemie gezeigt hat, ein deutlich besseres Verständnis von der Rolle von NAD Plus und auch den NAD Plus verbrauchenden Enzymen bei der Immunabwehr erreicht hat und wir heutzutage davon ausgehen, dass wir durch NAD Plus eine bessere Immunabwehr gegen Virusinfektionen erzeugen können. Warum? Weil die NAD Plus verbrauchenden Enzyme die antivirale Antwort einfach reduzieren. Und wir wissen auch, dass es ganz wichtige Immunmodulatoren gibt, die eben von den zellulären NAD-Plus-Spiegeln beeinflusst werden. Und was ist das? Also es sind einmal diese PARPs, sondern PARP1, das ist ein Entzündungsmediator, der durch die Aktivierung von Transkriptionsfaktoren wie typischerweise Zytokinproduktionen, Alterung und Überlebensreaktionen in verschiedenen Zelltypen beteiligt sind und die Sirtuine erhöhen die mitochondriale Biogenese. Und dann ist bekannt, dass eben zum Beispiel eins der Sirtuine, nämlich das SIRT1, eine ganz entscheidende Rolle bei zum Beispiel übergewichtsassoziierten Stoffwechselerkrankungen führt, bei Alterung, zellulärer Alterung, Herzalterung und Stress und Entzündungssignalisierung als Reaktion auf Umweltstress. Und damit ist natürlich klar, wenn die sinken oder nicht aktiviert werden wegen fehlendem NAD+, dann wird unsere Immunabwehr schwächer. Genauso wichtig ist die antivirale Funktion von PARPs. Also PARPs variieren oder enthalten wahnsinnig weites Spektrum regulatorischer Domänen und ermöglichen verschiedene Zellfunktionen, einschließlich der Regulierung von Stressreaktionen wie DNA-Schäden, Zelltod oder auch ungeplanten Proteinreaktionen. Und es ist bekannt, dass viele Mitglieder der PARP-Familien antivirale Funktionen haben, aber auch die nur im Beisein von NAD Plus aktiviert werden können oder funktionieren. Und wenn man das jetzt sich vor Augen führt, dann ist klar, dass alles, was NAD Plus verbraucht, wie es eben bei Infektionen der Fall ist, zu so einem Zirkulus Vitiosus führt. Also das bedeutet, eine Infektion führt zu einem erheblichen Verbrauch von NAD+, warum das NAD+ wird benötigt, um PARPs und Sirtuine zu aktivieren, damit der Infekt bekämpft werden kann. Aber auf der anderen Seite verbraucht es das NAD+. Die Spiegel sinken, können vom Körper gar nicht selber so schnell wiederhergestellt werden. Ja, und das kann einer der Gründe sein, warum wir dann auf einmal in den Long-Covid kommen oder dass wir eigentlich
irgendwie immer immunschwächer werden, weil wir gar nicht so viel NAD Plus hinterher liefern können, wie wir es eigentlich brauchen würden, um eine entsprechende Immunabwehr oder Immunantwort geben zu können. Und klar, dann ist immer wieder die Frage, wie kann ich jetzt das NAD Plus steigern? Da hatten wir in der vorherigen Episode, sonst gerne nochmal reinhören, schon drüber gesprochen, dass es natürlich Verhaltens-Lifestyle-Maßnahmen gibt, die einen frühzeitigen Verbrauch von oder einen vermehrten Verbrauch von NAD Plus, einen unnötigen Mehrverbrauch von NAD Plus senken. Aber gegen eine Infektion ist man jetzt selten gewappnet. Das heißt, da ist immer die Frage, was kann ich von außen tun? Und eine der Punkte, die ich da mit Sicherheit verwenden kann, ist entweder die Verwendung von Vorläufern oral. Es gibt auch inzwischen schon NAD Plus Nahrungsergänzungsmittel, die man direkt einnehmen kann, oder eben NAD Plus Infusionen. Damit erreiche ich mit Infusionen allgemein, weiß man, dass man eine 10-fach höhere, grob gesagt, Bioverfügbarkeit erreicht im System als mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ist halt mit der Infusion verbunden, aber man erreicht schnelleren, einen deutlich höheren Effekt. Und das ist die Idee hinter der Stärkung der Immunantwort bei der Vermehrung von NAD-Plus-Spiegeln oder der Zusammenhang zwischen NAD-Plus, Sirtuinen, PARPs und der Immunabwehr. Eine andere große Rolle ist das Zusammenspiel zwischen NAD-Plus-Spiegeln und der kognitiven Funktion, also der Hirnfunktionen. Und wir wissen inzwischen, dass sehr viele zahlreiche zelluläre Veränderungen, die mit einem NAD-Plus-Mangel verbunden sind, sich nicht nur auf den Stoffwechsel auswirken und die Bioenergetik, sondern eben auch auf die allgemeine Homöostase im alterten Gehirn, respektive das auch fördern. Das liegt an den sehr hohen extrazellulären Empfindlichkeiten für NAD-Plus im Bereich der Nerven und des Hirns. Und die auffälligsten dieser zellulären Veränderungen werden als Markenzeichen der Gehirnalterung bezeichnet. Was ist das? Also man konnte oder geht davon aus, dass eine NAD-Plus-Spiegelsenkung zu einem reduzierten Reparatur von DNA führt. Auch hier wieder das Zusammenspiel mit PRPs, das auch eine abnormale neuronale Netzwerkaktivität bemerkt wird, dass es zu einem erhöhten Verbrauch von Stammzellen führt, dass Gliazellen aktiviert werden, dass es zu Entzündungen kommt. Da sind wir wieder bei dem Punkt von oben, was die Immunabwehr oder die Anfälligkeit für Entzündungen führt, dass es zu einer dysregulierten neuronalen Calciumhomöostase führt, dass wir oxidativen Stress haben und klar, die Mitochondrienaktivität im Hirn nachlässt, nochmal Mitochondrienkraftwerken der Zelle, da kommt die Energie her und so schließt sich dann der Kreis, eine Erschöpfung des NAD-Pools für eben auch das Hirn zur Folge hat und dann Türen und Toren öffnet für eine frühzeitige Erkrankung, ob das jetzt Alzheimer ist, mainly. Und da darf man jetzt auch nicht vergessen, Alzheimer, das ist vielen von uns gar nicht klar, ist eine der häufigsten Todesursachen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also ob das man das jetzt Demenz nennt, da muss man jetzt einen Spezialisten fragen. Aber zentral, also Hirnerkrankungen sind nach wie vor eine unserer Haupttodesursachen in den industrialisierten Ländern. Nächster Punkt, ich weiß, ich reite da jetzt gerade ein bisschen durch. Wir können das dann auch nochmal in extenso besprechen, aber ich wollte dieses Paper jetzt gerade mal mit euch teilen. Das ist die Rolle, die NAD Plus für die Muskelgesundheit spielt. Und klar, wir hören es oder ich erzähle es immer wieder, NAD Plus und diese wahnsinnig wichtige Rolle mit den Mitochondrien. Die meisten oder viele Mitochondrien finden sich in Muskelzellen und durch die Steigerung von Mitochondrien allgemein kann man mehr Muskeln aufbauen und damit
ist eigentlich schon klar, dass gute, gesunde, hohe NAD-Plus-Spiegel oder erhöhte NAD-Plus-Spiegel zu einer verbesserten Muskelaktivität und Muskel aufbauen und auch damit wir mehr Mitochondrien bilden können. Das ist besonders im Alter wichtig, da wir im Alter ab 40 bei gleicher Aktivität pro Jahr 1% unserer Muskelmasse verlieren. Das ist nicht zu unterschätzen, das ist nämlich eine ganze Menge. Und wenn wir durch mehr NAD Plus und mehr Muskeln aufbauen können, die dann wieder eine höhere Zahl von Mitochondrien beinhaltet, dann ist auch klar, dass wir damit mehr ATP erzeugen können und mehr Energie haben, weniger schnell ermüden und eben durch dieses gesunde Spiel auch unsere NAD-Plus-Spiegel gut hochhalten können, wobei es kein Fehler ist, die immer wieder aufzufrischen, weil wie gesagt, die Muskelalterung ist eine ganz biologische Geschichte und es ist nun einfach leider so, dass wir mit zunehmendem Alter weniger, also zumindest ich, weniger Zeit finde, so viel zu trainieren, wie ich es früher gemacht habe. Sicherlich nicht löblich, aber halt leider auch nicht zu umgehen. Ich ermahne mich zwar immer wieder, aber manchmal kriege ich meinen Schweinehund halt ordentlich in den Griff. Und dann bin ich ganz froh, wenn ich meine fehlende Zeit oder vielleicht auch die Willenskraft zum Sport zu gehen durch entsprechend die Verwendung von NAD Plus kompensieren kann. Nicht alles lässt sich kompensieren, ja? Das können wir euch in unserem Longevity-Zentrum gerne erklären, aber das ist einer der Punkte, wo man Zeit, die einem fehlt, beschleunigt einsparen oder aufholen kann. So. Dann hatte ich vorher noch gesagt, dass die Gefäße von NAD Plus profitieren können. Es ist eigentlich fast eher andersrum. Durch das Aufrechterhalten von guten NAD-Plus-Spiegeln kann man die Risikofaktoren für Gefäßerkrankungen senken. Warum weiß man? Das hat sich gezeigt, dass in Gefäßzellen mit Erkrankungen die therapeutische Erhöhung von NAD-Plus chronische Entzündungen reduzieren konnte. Man die Autophagie und damit die mitochondriale Biogenese reaktivieren konnte und damit eben dann auch wieder den oxidativen Stoffwechsel verbessert hat. Und somit hat sich das Steigern von NAD-Plus-Spiegeln als Ziel zur Bekämpfung von altersbedingten kardiovaskulären, also Herzgefäß- und zerebrovaskulären Gehirngefäßerkrankungen herausgestellt und wir versuchen das natürlich auch zu etablieren und es einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen. Und wenn man sich das jetzt genau anschaut, dann sind die gefäßschützenden Mechanismen von NAD Plus folgendes. Es unterdrückt wieder die Entzündungen und die Erhöhung der Gefäßen, der Gefäßkonzentration, also der NAD-Plus-Konzentration in Gefäßen, Entschuldigung, ist einer der vielversprechenden Ansätze, um entzündungsbedingte Dysfunktionen von Gefäßen zu reduzieren. Und es ist so, dass präklinische Studien inzwischen gezeigt haben, dass die Behandlung mit NAD Plus die koronare, also die Herzgefäßdichte bewahrt, teilweise auch geschädigte Bereiche in der Größe reduzieren kann und nach einem kleinen Infarkt die Gefäßreparatur verbessert, indem einfach Herzgefäß-mikrovaskuläre Endothelzellen gerettet werden. Und die Auffüllung von NAD Plus in Gefäßzellen, also entweder jetzt durch die Stimulierung der NAD Plus Synthese oder durch die Hemmung seines Abbaus oder eben durch die Auffüllung von außen, schützt vor dem altersbedingten arteriellen Versteifung. Das hat auch
in den Vorstufen damit zu tun, wenn wir, das hatte ich auch schon mal erzählt, Nahrung, sprich Glucose, frühzeitig und effizient durch NAD Plus in Energie umwandeln und damit die Umwandlung in Zucker, den frei zirkulierenden Zucker und damit die Gefäßentzündung verhindern, dann ist das eine multifaktorielle Wirkung von NAD Plus auf die Gefäßentzündung und damit die Gefäßversteifung und eben die Erhöhung des Risikos für einen Infarkt. Und was bedeutet das jetzt für die Anwendung in der klinischen Praxis oder in der Medizin? Sicherlich ist da noch wahnsinnig viel zu forschen, aber die aktuell bestehenden Forschungsergebnisse zeigen ganz klar, dass der Erhalt von NAD Plus Spiegeln oder die, wenn gesunken, Erhöhung oder Normalisierung der NAD Plus Spiegel ein ganz deutliches Richtung zeigen in Gesunderhaltung und damit Langlebigkeit, vor allem, weil die meisten der typischen Todesursachen, sei es jetzt Herzgefäßerkrankungen, sei es Alzheimer, sei es Diabetes, sei es Gefäßerkrankungen etc., durch NAD Plus zwar nicht komplett geheilt werden können, da gehört eben auch sehr viel Selbstverständnis dazu. Vielleicht wird es irgendwann mal möglich sein, aber aktuell wissen wir zumindest, dass die Erhöhung von NAD-Plus-Spiegeln respektive die Normalisierung von abgesunkenen NAD-Plus-Spiegeln einen positiven Effekt auf all diese Dinge hat, wie Immunsystem, wie Hirnleistung, wie Gefäße, wie Muskulatur. Und das bedeutet für die tägliche Praxis, dass wir gesunden Erwachsenen mit einem Interesse daran, ihre allgemeine Gesundheit im Alter zu erhalten, respektive den zellulären Alterungsprozess zu verlangsamen und damit die Longevity zu fördern. Das heißt, wir können aber auch Patienten, deren Immunsystem geschwächt ist und die anfälliger für virale und andere Infektionen sind, durch die Normalisierung der Höhen von NAD-Plus-Spiegeln, gerade im Zusammenhang mit Long-Covid, auf jeden Fall helfen. Und anderen Patienten mit entzündungsfördernden Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder Übergewicht durch die Applikation von NAD-Plus die daraus resultierenden Risiken vermindern. Ich hoffe, es war nicht zu wissenschaftlich, aber es war sicherlich heute mehr unter dem Aspekt Driven by Science. Aber wen es interessiert, schreibt uns entweder an info@prof-schoetle.de oder schreibt uns oder mir auf Instagram bei @prof_schoetle eure Fragen und dann werden wir die beantworten. Und wer es genau wissen möchte, ist herzlichst eingeladen zu uns ins NAD Longevity Zentrum nach München, wo wir unsere diagnostischen Tests durchführen und dann individualisierte Programme zur Longevity erstellen. Das soll es für heute gewesen sein. Stay tuned. Und am Mikrofon war euer Philipp Schöttle. Einen schönen Tag.